Nabbelnd, Leute. Ich muss euch vorweg mal eben kurz eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar arbeite ich ja, wie manche schon wissen, in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Das ist eine Werkstatt. Und da gibt es natürlich viele Leute mit allen möglichen Krankheitsbildern und mit allen möglichen Medikationen, die ja, wo wir hautnah miterleben, quasi, was starke Medikamente, ne, mit Leuten machen. Und wie eine, oh, keine Ahnung, Umstellung einer Medikation einen ganz anderen Menschen plötzlich aus ne, einem macht. Also das ist manchmal wirklich krass. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einem aus meiner Gruppe irgendwann dann mal empfohlen, gegen seine Epilepsie seinen Arzt nochmal zu fragen, ob er nicht medizinisches Cannabis mal ausprobieren könnte. Gesagt, getan und funktioniert auch wunderbar. Er muss seitdem keine anderen Medikamente mehr nehmen. Er kommt komplett auf, mit seinem Cannabis aus. Also wunderbar. So, und wir haben in unserer Werkstatt eine Dame gehabt, die auch schwer an Epilepsie gelitten hat. Und ja, die wirklich jeden Tag ihren Grand Mal-Anfall hatte, manchmal viermal oder fünfmal am Tag, trotz Medikation. Und diese Dame, die ist neulich verstorben während eines Anfalls. Ein ganz junges Mädchen gewesen noch oder junge Frau, Ende 20. Und ne, ich habe mich hinterher dann immer gefragt, was wäre wohl gewesen, wenn ich es mit meiner Empfehlerei da mal ein bisschen weitergetrieben hätte und das Thema Cannabis als Medizin mal ein bisschen weiter in die Einrichtung getragen hätte. Und wenn sie vielleicht auch Cannabis bekommen hätte, ob sie dann nicht vielleicht noch leben würde. Ist schon eine Überlegung wert, finde ich, weil, ja, hätte ja sein können. Und dann hätte man ein Leben gerettet. Nun werde ich aber aktiv. Also ich werde das jetzt, ich war immer ein bisschen vorsichtig, was das Ganze angeht, weil nun mal halt ich auch Konsument bin und ja, das dem eigenen Chef zu erzählen, ist ja für die meisten nicht so ganz geil. Und da wäre es ja irgendwie dann auch gelandet und wird es jetzt auch, weil ich heute Kontakt mit der Werkstattleitung aufgenommen habe und man ist da sehr, sehr, sehr offen tatsächlich. Ich habe da ein richtig geiles Gespräch geführt mit unserem Werkstattleiter und der hat Bock auf das Thema und das werden wir jetzt angehen. Wir wollen das irgendwie ja, so machen, dass auch die Leute mitbekommen. Und es geht da hauptsächlich darum, Eltern und Betreuer aufzuklären, weil in den allermeisten Fällen die da irgendwie die Hand drauf haben. Es ist ja mit Menschen mit Beeinträchtigung, mit geistiger Beeinträchtigung sowieso immer alles ein bisschen schwieriger. Und es ist nun mal so, dass viele dieser Betreuer und Eltern eben halt nicht vernünftig aufgeklärt sind, was Cannabis angeht. Und dass sie das gar nicht in Erwägung ziehen, ihrem Kind Cannabis zu geben, obwohl es vielleicht starke Opioide nimmt oder starke Psychopharmaka, was auch immer. Es gibt also alle möglichen Varianten. Und ja, ganz oft eben so starke Nebenwirkungen. Und, aber das wird eben nicht darüber nachgedacht, dass Cannabis vielleicht eine Alternative sein könnte. Und das müssen wir jetzt ändern. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Will jetzt irgendwie mal gucken, dass ich irgendwie einen Vortrag organisiert kriege oder irgendeine Art von ja, Infoveranstaltung, idealerweise mit irgendeinem Referenten, der irgendwie aus der Praxis sprechen kann, ein Arzt oder ein Apotheker oder irgendwie sowas. Vielleicht haben ja hier unter den Zuschauern Leute in irgendeiner Form Erfahrung erstmal mit Cannabis als Medizin in ja, Behinderteneinrichtungen oder mit Menschen mit Beeinträchtigungen und in irgendeiner Weise in diese Richtung oder hat eine Idee, wen man da einladen könnte oder ach, generell einfach ja, eine Idee zu dem Thema. Ich muss mal gucken, wie man jetzt irgendwie an jemanden rankommt, der da das mal macht. Vielleicht ist bei uns in der Nähe auch irgendwie eine Apotheke oder ein Arzt, der da, oder vielleicht sogar der Arzt meines Beschäftigten, der schon Cannabis als Medizin bekommt. Ich weiß es noch nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Thema wird jetzt angegangen und da habe ich richtig Bock drauf und das wird Zeit. Und ich glaube, das wird einigen Leuten in dieser Einrichtung echt ein neues Leben bescheren, weil die wirklich ja, auf Deutsch vollkommen auf Drogen sind. Auf allem Möglichen, was wesentlich
schlimmer und schädlicher und lebensbeeinträchtigender ist als Cannabis. Ja, mal sehen. Drückt mir die Daumen. Ich bleibe da dran an dem Thema. Wenn ihr irgendwie helfen könnt oder mir da irgendwelche Tipps geben könnt, haut das alles in die Kommentare und ich bin für alles dankbar. Das wird gut und wird vielen Leuten helfen, hoffentlich. So, das war's schon von mir für heute. Gar nicht so viel, aber wichtig. Und ja, ist manchmal so. Wenn ihr Bock habt, ne, auf Kram von mir, dann lasst gerne ein Abo da. Und wenn nicht, dann lasst es sein. Haut rein.